Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starship Corporation Let's Test It. Genau. So, ich habe erst, nachdem ich hier aufgenommen habe, gemerkt, dass man die Musik nicht so gut gehört hat. Jetzt habe ich sie ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, jetzt hört man sie etwas, aber dass man mich immer noch hört. Ich habe noch extra ganz viel rumgeguckt, was denn die beste Einstellung dafür wäre, dass man mich auch noch gut verstehen kann, aber dass man auch noch ein bisschen Musik im Hintergrund hört, weil die haben immer noch den. Es tut mir leid, die haben immer noch den Musikbug, also beziehungsweise den Soundbug. Also ich höre hier nichts. Nur ich habe beim letzten Mal, das Einzige, was ich gehört habe, wirklich, war diese komische Magnetwolke. Und das fand ich dann schon sehr, ja, sehr kurios. So, ich habe ja letztens gesagt, ich werde vorher das ganze Zeugs in der Forschung machen, habe ich gemacht. Also, wir haben einen Navigator, den Standard, Kommunikation, Sensor haben wir. Bei der Engine sind wir bis zum Orion Engine durchgerattert. Nuklearen, ja, da haben wir nichts gemacht. Wir haben Cooling Units, ja, da könnte man theoretisch, ja, komm, machen wir auch noch was. Kann ja sein, dass die auch besser sind. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Emergency? Secure? Das ist ja auch geil. Ja, komm, machen wir jetzt einfach auch noch. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade noch hier entwickeln werde. Wir haben die Basis Armor. Armor Single und Basic Armor. Dann haben wir die Schilder bis 4, bis zum Advanced Schild. Dann haben wir noch den Small Hangar, also den kleinen Hangar. Wasser haben wir M. Tank haben wir auch M. Also hier, ihr wisst, was ich meine. Öltank für mich. Oder Benzin. Dann haben wir noch Air. Da haben wir Large Air Tank. Dann haben wir den Pilotenquartier M. Den Techniker M. Den Medic M. Militär haben wir M. Basic Armory sind wir. Die Korridore habe ich jetzt erstmal rausgelassen. Da habe ich jetzt nichts gemacht. Die Hatches habe ich auch nichts gemacht. Aber die Connections habe ich alle. Also hier mit den Überdeck. Zeugs von Deck zu Deck hoch mit Wasserversorgung und so. Dann habe ich noch Dockings bis Docking S gemacht. Dann, weil wir Agassi machen wollten, haben wir ja letzte Runde angefangen. Ist leider ein bisschen in die Hose gegangen. Dann noch den Life Support bis zur Emergency Life Support und dann noch die Sickbay. So, das haben wir jetzt. Alles habe ich gerade eben noch schön, ja, gemacht. Und jetzt gucken wir mal beim Markt, was wir machen können. Also, ich möchte. Zwei Efe. Was ist das denn jetzt hier? Was für ein Dingens wollen die denn haben? No fill tanks need. Ah, oh, ja. Schon klar. Weil du dann wieder nicht Dingensen kannst. The ship design has to stay within the budget of 50k. Okay. Eine Frachtkapazität von 9,2 Tonnen. 500 Lichtjahre. A maximum Crew of 10 Leuten innerhalb von 12 Monaten. Should is the fuselage that should be used as Agassi. Das hört sich da gut an. Die könnten wir schon direkt nehmen. Die wollen 14, 32. Also wir müssen besser als das Rating werden, soweit ich weiß. Das ist hier eine andere Company, glaube ich. So, hier haben wir. Ja, die 32, die stört mich schon wieder, ne? Was haben wir hier? Das haben wir irgendwas mit not researched. Alles, wo not researched draufsteht, können wir sowieso schon mal nicht machen. Hier hätten wir etwas, was mit dem Little Bug ist. Was wir aber nicht machen werden. Aber hier ist es nur noch bei 27. Das finde ich ja schon wieder geil. Jeder Punkt, der da weniger steht in der Mitte. Oh, ich will gar nicht wissen. Oh, bei denen. Warte mal. Au, oh, Backe. Ob dafür jetzt unsere Sachen wieder ausreichen, die wir gedingst haben? Ich bin mir da nicht so sicher. Was haben wir denn hier? Little Bug. Ja, das war die 27, die ich so toll fand. Volksschiff machen wir erstmal nicht. Das tut mir leid.
Das geht gar nicht. Momentan überhaupt nicht. Haben wir Jan Mori 2 hatten wir schon gemacht. Jan Mori 2 immer noch. Jan Mori 2 auch. Catcher, das ist das, was wir als nächstes machen werden. Also nachdem wir das, was wir jetzt gerade haben, machen. Ja. Ich würde sagen, wir machen den ersten Auftrag, der uns direkt auch ins Gesicht geflogen kam. Und zwar mit den 50.000 Bitcoins. Einer Frachtkapazität von 9,2 Tonnen. Also 9.200 Tonnen da. Eine Reichweite von 500 Lichtjahren und eine Maximum-Crew von 10 Leuten über 16 Monate. Okay, der Speed ist noch bei 1,89 und wir brauchen keine Fülltank-Dingens, aber ganz ehrlich brauchen wir so oder so, weil wir brauchen ja eine Range von 500 Lichtjahren. Wenn wir das überhaupt damit hinkriegen. Naja, komm, wir machen den. Wir machen den. Ja. Wir machen diesen. Die Agassi. Ach ja, Jan Mori hatten wir ja schon, genau. Das war ja der Frachter davor, den ich ja eigentlich relativ gut hingekriegt habe, ne? Muss man ja schon sagen. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich glaube, bei den Missionen wäre ich da sicherlich abgegangen. Ich hoffe nur, dass es diesmal. Dass es diesmal wieder. Warte mal, ich möchte jetzt erstmal kurz noch speichern. Save Game. Und zwar nennen wir das. Ich glaube, das war Argosy, ne? Argosy. So nennen wir das jetzt. Damit wir wenigstens das Dingens Game haben, weil beim letzten Mal ist es ja irgendwie gecrashed und das ging mir jetzt gerade voll auf den Keks. Dann fangen wir mal an. Wir hatten die Sache mit diesen. Also was wollte der Vertrag nochmal? Der wollte fast 500 Lichtjahre. Der wollte ganz viel Cargo-Kapazität. Ne? Ob das jetzt funktioniert? Stand aber nicht drin, was für Cargo-Kapazität, ne? Das ist das Oberste. Ich will das eigentlich alles auf das Zeug in die Mitte verfrachten, ganz ehrlich. Ein Small Hangar geht nicht. Ein Cargo-Freeze, das ginge hier. Die Frage ist nur, wie viel Sinn das macht. Wie viel würde denn dieser Deep Freeze Storage bringen? 1,5. Wir brauchen 9,2. Also eigentlich brauchen wir so Large Cargo. Mindestens einen. Eigentlich. Wie viel war der Cargo? Der war 1,5, ne? 1,5. Das wären 3, das wären 8. Ich bin mir nicht so sicher, ob man das. Also, weil ich möchte die eigentlich wirklich. Also, ein Deep Freezer wäre ja schon geil, ne? Aber das haben die ja nicht. Haben die da explizit gesagt, was mit Freeze? Haben sie nicht. Aber ich würde trotzdem einfach nur. Weil es vielleicht funktioniert. Wo machen wir die denn hin? Also erstmal ganz, ganz falsch. Wir machen erstmal das, was wichtig ist. So, bevor wir uns jetzt hier wieder auf irgendwas versteifen, was total unwichtig ist. Das ist die Small Bridge, ne? Beim letzten Mal hatten wir ja nicht die Small Bridge, da hatten wir dann schon die richtig große Bridge. Und wir müssten. Das Problem ist jetzt aber auch, merke ich gerade. Können wir von da nach da eins hoch machen? Ja, ne? Nein, können wir nicht. Wie wollen wir denn von da unten? Wir müssen ja eins in der Mitte machen. Jetzt habe ich gerade ein. Wie wollen wir denn die. Die Ebenen können wir dann nur hier drüber. Genau, das haben wir ja beim letzten Mal auch gemacht. Okay, die können wir nur über die Seitenflügel miteinander verbinden. Das heißt, eigentlich müsste die Bridge, wenn es geht, ganz nah an so einem Lift sein. Das heißt, wir müssen erstmal, wie beim letzten Mal auch, mit so einem Lift oder so anfangen. Ja, wir sind bei der untersten Etage jetzt, bitte. Die unterste. So, wir sind jetzt die unterste.
Geht das jetzt nochmal einmal hoch? Was? Ernsthaft? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Ernsthaft? Geht das jetzt? Ernsthaft? Liv, connect all ship decks and let the crew quickly move from level to... Ernsthaft? War das jetzt... Geht das so? Geht das jetzt auf einmal? Alter! Ey, das glaube ich erst, wenn ich das sehe, ne? Ganz ehrlich, ich will mich jetzt nicht schon freuen. Aber das wäre ja... Boah. Ja, Orgasmus pur hier. Ja. Warum geht das jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ging auf der Seite geht das oder nicht, oder was? Steht das nicht? Warte mal. So, das wäre jetzt. Ah, okay, das geht nicht, weil die Seite ein bisschen anders ist als die. Stimmt, da fehlt. Die ist ein bisschen fetter, die Seite. Glaube ich. Okay, dann müssen wir das ein bisschen zur Seite ziehen. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Alter, das funktioniert ja wirklich. Boah, ey, Leute, das ist die beste Erneuerung in dem neuen, in der neuen Alpha. Wir sind ja jetzt gerade bei der Alpha 099, glaube ich. Vorher hatten wir ja 098, soweit ich weiß. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ihr seht das ja sowieso nachher auf dem Video oben drauf. Also geile Sache, das hätte ich jetzt, Alter. Ich bin halt so eine, guck mir nie meistens an, was in solchen Patches steht. Also damit, ganz ehrlich, damit hätte ich jetzt absolut nicht gerechnet. So, jetzt haben wir noch eine Frage, und zwar Energy, also da brauchen wir auch Energy bei. Weil, ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Lift bei manchen Sachen aber auch nicht so gut sein könnte. Und zwar, wenn der Strom ausfällt. Das hatten wir noch nicht, ne? Das hatten wir ja noch nicht, den Strom. Das ist der. Es ist eigentlich eine Frage zwischen Lift und Treppe. Und man müsste eigentlich gucken. What? Gab's das vorher auch? Oder ich bin mir da jetzt gerade echt nicht so sicher. Entweder ich bin wirklich die ganze Zeit so blind gewesen oder es ist wirklich einiges noch dazugekommen. Okay, wir brauchen eine Small Bridge und wir brauchen... Wie viele Dingens hat die denn? This engine needs a top speed of 1,5 km/h. Speed. Wir brauchen 1,89. Das heißt, 1,5 has a full of 0,5 ton per light year. Was ist denn jetzt der Unterschied hierzu? Die macht 200? Ist die besser? Orange and Drive. In full room. Is disabled or destroyed. The chip is more vulnerable to capture or attack. Okay, multiple engine rooms add to overall speed. Must be placed along engine connections. Ja. Was ist jetzt hiermit? If the engine room is disabled, it's more to capture or attack. Ist genau das gleiche. Ist nur halt, das eine hat eine Länge. Von 18 und es kostet etwas mehr. Es kostet etwas mehr. Du hast aber nur zwei Techniker, die du dafür. Alter, du brauchst nur zwei Techniker? Was rätsel ich hier? Scheißtreppe. Was rätsel ich hier? Scheißtreppe. Schon das erste, was mir jetzt schon wieder hier aufmuckt, die Treppe. Was wäre, wenn ich jetzt hier mal versuche? Geht da unten drunter? Theoretisch könnte man das... Doch, das könnte man... Geht hier auch noch was? Ja, da würde auch noch was gehen. Okay, wir machen jetzt nochmal den Lift weg, weil wir müssen auf jeden Fall die Orange Engine haben. Also, es tut mir leid. Es geht nicht ohne die. Aber so... Ach, guck mal, jetzt sind sogar alle weg. Boah, geil. Die nehmen wir.
Da gibt's kein Wenn und auch kein Aber, die nehmen wir. Ist halt so. So, wir haben jetzt einen Speed von 1,5, das heißt, wir brauchen hier nochmal. Aber ist einfach der Hammer. Alter. Wir bräuchten jetzt natürlich... Vorher bräuchten wir 8 Techniker, auf jeden Fall. Und das geht ja gar nicht. Jetzt brauchen wir nur noch 40. Jetzt brauchen wir nur noch 40. Jetzt brauchen wir nur noch 2. Weil wir bräuchten hiervon ja auch eigentlich 2. Oder wir brauchen ja auf jeden Fall 1,8. Eine andere Option wäre jetzt viermal das gewesen. Das wären dann aber... Boah, bin ich froh, dass ich die Orion Engine schon habe. Ey, boah, das wäre ja schon wieder katastrophal. Hätte ich ja schon wieder... Halleluja. Ich habe jetzt einfach gesagt, ganz ehrlich, alles, was geht, raushauen. Wir holen es hoffentlich mal irgendwann mal wieder rein. Und zwar, man muss einfach die besseren Sachen haben. Ich habe jetzt natürlich an der Bridge gespart. Naja, also, jetzt kommt als nächstes das andere Wichtige. Und zwar das, was wir gerade eben schon versucht haben. Das ist die Frage. Wenn wir das jetzt hier hin machen, dann kommt das hier oben. Kann ich dann hier auch noch? Ja, warte mal, ist das hier? Genau. Und das geht jetzt bis nach oben. Alter, das ist gut, das ist gut. Das ist echt geil, das ist gut. So, gucken wir mal, was hier geht. Geht hier überhaupt was? Ja, das ist... Oh, Backe ist ja Hammer. Okay, warte mal, der geht hoch. Hier oben haben wir noch... Warum haben wir oben hier keinen? Weil der nicht funktioniert, ne? Ja, der funktioniert um einen Teil funktioniert er nicht. Das heißt, den müssten wir eigentlich auch in die Mitte setzen. Wie wir es hier unten gemacht haben bei dem anderen. Hier so. Den setzen wir nochmal in die schöne Mitte. Dann gehen wir mal nach oben. Nochmal nach oben. Und wir sind ganz oben. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben super tolle Lifts. Gut, jetzt ist die andere Frage. Die andere Frage ist, also wir haben jetzt erstmal unsere Engine. Dann brauchen wir noch den Rest der sehr... Die Sache ist auch die, eigentlich müssten wir jetzt, wir haben ja keine Waffen oder so. Und ich habe ja auch, wir müssen überall diese bekloppte Basic Armor drauf tun und wir brauchen Schilder. Es ist die Frage, was wir für Schilder nehmen und wo wir die hinpacken können. Weil eigentlich muss das ganze Schiff auch noch ein bisschen schildmäßig abgedeckt sein. Und es bringt halt nichts, wenn wir halt nichts machen können. Also das muss ja hier... Also wir hatten ja dieses Meteorenteil, diese Meteorenmission. Und ich glaube, wenn wir jetzt so ein Schild gehabt hätten und auch überall Armor, wir haben ja nirgendwo Armor dran gebaut. Aber wenn wir jetzt wirklich eine Armor dran machen würden, ich glaube, das würde schon arg helfen. Und dementsprechend habe ich mal überlegt, müssen wir auf jeden Fall so gut und wie es nur geht, was war das jetzt? Hier überall wenigstens versuchen, auch noch ein paar Schilder reinzuhämmern, weil das geht sonst nicht. Wir brauchen Schilder. Es kann sein, dass die helfen, aber wir brauchen auf jeden Fall auch diese Armor. Das ist mir jetzt einfach nur so... Als ich gucken musste, ja, wie nenne ich die Videos und welche Videos veröffentliche ich wann, ist mir das halt so eingefallen oder aufgefallen. Also wir müssen auf jeden Fall auf jedem Deck, brauchen wir Schilde. Oder mindestens das Zeug, was ich jetzt gerade eben auch gesagt habe. Diese Stahlwände oder was es auch immer sein mag. Und die kosten ja auch nicht wirklich viel. Die kosten... Naja... Okay, wir haben ein Budget von 28.000. Scheiße. Ich glaube, wir müssen das Teil hier bestimmt wieder abreißen.
Vielleicht sollte man auch erstmal mit der Basic Argo anfangen. Weil ich kann mir nämlich nicht vorstellen. Das würde ich dann, glaube ich, nicht im Let's Play machen, bis man hiermit fertig ist, ey. Das ist ja. Du bist ja noch morgen beschäftigt. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Bridge noch. Das ist schon mal klare Kiste. Die nehmen wir. Die kommt hier hin. Dann brauchen wir einen PC. Den können wir auch direkt hier vorbappen. Dann brauchen wir noch eine Navigation. Ja, brauchen wir eigentlich nicht, aber ich will sie halt drin haben. Dann brauchen wir noch Sensoren. Den könnten wir sogar hier hin flacken. Und Kommunikation mit das Radio. Ja, das könnten wir sogar hier hin. So. Jetzt ist die andere Sache. Theoretisch wäre es einfach auch total nice, die Piloten schon mal hier unten einquartieren zu lassen, weil das würde vom Platz her auch passen. Deswegen machen wir das auch. Die sind dann direkt vor Ort. Das sind 4 Piloten. Wie viele brauchen die auf der Bridge? Da brauchen sie 2. Auf dem PC brauchen sie immer einen, der hin und her läuft. Radio ist okay. Beim Standardnavigator brauchen sie auch noch 2. Da kümmern sich die Techniker drum. Wir brauchen 2 Piloten und wir haben 3. Das ist schon mal ein guter Anfang. So, was machen wir jetzt? Ja, jetzt das haben wir.